Also im Grundsatz ist mal so, dass wahrscheinlich auch vom Sport her Projekt aufgehört ist nicht das Ding, sondern es gibt immer eine Chance. Es ist immer ein Vorwärtsschauen und ich nehme mich an einen hoffnungslosen Optimist. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Mutig durchs Leben, der Podcast für Mutmachergeschichten. Im Zentrum des Podcasts stehen Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen. Es sind Betroffene, die eine Krankheit oder einen Unfall erlebt haben, aber auch Angehörige und Fachpersonen kommen in den Podcast zu Wort. Mein Name ist Warenka Kählin und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen ermutigenden Lebensgeschichten. Gut. Liebe Dennis, wir sind hier bei dir, daheim und nicht in der Karibik. Oder wo war das? Das Bild. Das von Thailand. Thailand, das ja. Bild. Genau, aber man könnte meinen, wir sind dort. Wir dürfen hier bei dir zu Aarau sein und das Interview führen. Gell? Ich kenne dich aus einer Fernsehsendung vom Schweizer Fernsehen, der Sendung Reporter. Habe ich dich gesehen am Abend. Ich weiss noch, ich war am Recherchieren für den Podcast. Und dann habe ich am 10. Habe ich am Abend habe ich, das Video gesehen und dachte, ja, komm, ich schaue jetzt einfach mal rein und nachher. Ja, gehe ich dann ins Bett. Also um 12 Uhr bin ich dann am Schluss ins Bett gegangen. Ich bin dran geblieben. Ich habe die Sendung komplett durchgeschaut. Das war mega spannend. Und vor allem sehr, sehr eindrücklich, gell, was du erzählst. Beziehungsweise, wo dich ein Kamerateam durch deinen Alltag begleitet. Mit deiner Familie. Und ja, und darum habe ich dich dann angeschrieben und angefragt für das Interview. Weil du bist mit deiner Art und einfach, wie du auch geredet hast und wie, was du alles gezeigt hast. Du bist sehr lebensfroh und sehr positiv eingestellt. Und du hast die Diagnose ALS. Und ich habe gedacht, komm, ja, du passest perfekt für das Interview. Und jetzt sind wir da. Ich glaube, wir starten gerade. Willst du gerade dich vorstellen? Ich bin der Schneider. Ich bin 52. Machst du jünger? Ja. Von den letzten Interviews her war ich halt immer 51. Und, ja. Nein, und eben, wir wohnen hier in Aarau, hier in der Region auch aufgewachsen. Und ja, vom Beruf her bin ich ursprünglich als Metallbaukonstrukteur im Beruf gestartet und habe dann irgendwann schon mal später das Gefühl gehabt, ich muss etwas Neues haben, etwas Spannendes und bin dann zu der KWT für Produktzertifizierungen, Patentdesign, Markenschutz und Normenarbeit. Für die meisten trockene Angelegenheit, aber für mich war es dann auch Abwechslung und Spannung. Ja. Und nebenan halt immer im Volleyball tätig. Ich bin heute, was für mich so ein kleines Herzblut ist. Bis heute, sagst du, ja. Im Volleyball tätig. Ich glaube, wir kommen dann noch da drauf, ja. Gell? Und du engagierst dich ja jetzt sehr stark, also du hast eine eigene Homepage. Ja. Und zwar für die Diagnose ALS für Betroffene und für Angehörige. Woher kommt, also warum bist du so motiviert und so aktiv da reinzugeben? Du bist jetzt nicht einer, der sich zurückzieht, der er erfahren hat, dass er das hat, sondern eher du gehst nach Hause damit. Warum engagierst du dich so für das? Also im Grundsatz ist es mal so, dass wahrscheinlich auch vom Sport her geprägt
aufgeben ist nicht mein Ding, sondern es gibt immer eine Chance. Es ist immer ein Vorwärtsschauen und ich nehme mich an einen hoffnungslosen Optimist. Mhm. Motivation für Tom Page ist aus dem Aussehen entstanden, als ich damals die Diagnose bekommen habe, haben wir auch im Internet versucht, gewisse Infos zu bekommen, weil wir haben da ja auch nicht kennt vorher. Und dann habe ich beim Googlen einfach nur, sagen wir, Negatives gesehen, Sachen, weil mir Arbeit zieht. Mhm. Und wenn man ein bisschen nähere Infos in der Tiefe hat oder Hilfestellungen, hat man fast nichts gefunden. Und aus dem muss ich noch die Idee sehen, dass ich eine Plattform mache, wo man einerseits die Erkrankung oder das Leben mit der Erkrankung nicht als Endstation anschaut, sondern zum zeigen, es geht genau gleich weiter. Mhm. Man muss sich halt anpassen, aber wenn man möchte, kann man immer noch sehr viel machen. Mhm. Und dann mit dem zusammen halt auch gerade direkt so ein bisschen Tipps und Tricks. Sprich da, wo ich oder wo wir im Verlauf in Erfahrungen gesammelt haben, halt dort auch gerade zu zeigen, damit auch andere dort schon mal einen ersten Input haben. Mhm. Und das heisst, du hast dich eigentlich dort dafür entschieden, dass du etwas machen möchtest, was anderen auch weiterhilft und sie unterstützt dabei auf dem Weg. Wo du die Diagnose nicht bekommen hast, bist du 43 gewesen. Ja. Genau. Und dort, also ALS, das hat, ich habe jetzt nachgeschaut, das ist Amyotrophe Lateralsklerose. Ja. Genau, das ist ein recht Fachbegriff. ich nehme an, als du das gehört hast, hast du nicht gerade gewusst, was das ist. Wie, wo du nach deinem Namen so erfasst hast, was das bedeutet. Was hast du dort, was ist dort vorgegangen bei dir? Tönt vielleicht erschreckend, mhm, aber nicht so wahnsinnig viel. Weil was mir wahrscheinlich alles gut kommt, ist, dass ich sehr rational gestrickt bin. Das heisst, wo der Input ist, klar, ganz am Anfang ist das für mich ein kompliziertes Wort und meine. Und Tätin hat dann so ganz grob erklärt, um was das geht. Und vielleicht für einen ganz kurzen Moment ist auch ein bisschen okay, aber vom Job und vom Sport her bin ich auch immer darauf drin gewesen. Problemstellungen sind aber kein Problem, sondern es geht um Lösungssuche. Und so ist es für mich halt auch gesehen. Da habe ich auch gewusst, okay, da kommt auf mich zu. So meinte, jetzt einfach Kopf in den Sand stecken, bringt nicht durch Schade um Zeit. Mhm. Also mach das Beste daraus. Und mit den Einschränkungen, falls dann noch das nachkommt, geht es auch darum, dass du ja, positiv damit umgehst, damit du überhaupt schaust, was für Alternativen habe ich, um eine Bewegung
können kompensieren oder eine Tätigkeit auf eine andere Art und Weise lösen. Mhm. Und so habe ich auch bis heute, wenn ich auch am PC immer noch mit der Maus arbeite oder auch selber noch Transfer mache und einfach Hilfestellungen gesucht habe, zum Jägerständig herzuhalten. Also du hast das eher als Herausforderung angeschaut, das neue Challenge so quasi. Ja, es klingt schon sehr überraschend, weil ich habe jetzt gedacht, wenn man das so überkommt, also beziehungsweise so hört, dass man das hat, ist man zuerst einmal so ein bisschen in so einer Schockstarre. Aber du hast ja auch auf deiner Homepage geschrieben, du siehst zu keinem Zeitpunkt eigentlich in dieser ganzen Zeit von Emotionen überwältigt wurde. Das heisst, als ich das gelesen habe, bin ich schon baff gewesen, weil das ist ja schon etwas, ja, ein Einschnitt. Und trotzdem hast du für dich das so können, entscheiden können, beziehungsweise ja, rational, wie du beschrieben hast. Warum denkst du, ist das so? Also woher kommt das? Aber du hast es so ein bisschen beschrieben jetzt, vom Sport, oder? Aber ja. Auch die Frage ist, war es zuerst gesund oder sein? Es ist halt so, mit der Lehre und mit der Berufswahl bin ich natürlich in einen Job eingeschlagen, wo du ein Problem musst lösen. Also ist immer der Fokus, da geht es an Situation, die man lösen können. Wie machen wir das? Mhm. Und so hast du eigentlich immer den Fokus nach vorne. Mhm. Und dort nachher quasi hier auch und sagen, sei es gar nicht, da bringt ich dich nicht hin. Das stimmt, ja. Und so habe ich halt im Job der Weg kam, im Sport geht es ja die gleiche Richtung. Und beim Volleyball ist halt noch speziell, es gibt keine Unentschieden. Du gewinnst oder du verlierst. Mhm. Ich verliere nicht gern. Du ist es für dich so zur persönlichen Einstellung gemacht. Ja. Und Jetzt haben wir noch schon viel über das Wort geredet oder über die Diagnose. Was ist das eigentlich genau? Also, oder sagen wir mal ungefähr, vielleicht, wie äußert sich das? Könntest du das mal ein bisschen erzählen? Wenn man es ganz einfach erklären will, ist es so, dass Nerven langsam absterben und als Folge Muskulatur sich zurückbilden. Mhm. Das heisst, Nerven tun ja ein Signal vom Hirn weitergeben, für Bewegung und für Aktivitäten. Mhm. Und dadurch, dass die Signale nicht mehr runterkommen, du musst nicht mehr bewegen. Mhm. Und ohne Bewegung baut sich Muskulatur ab. Im Endeffekt kann man es dann vergleichen mit einem Querschnittgelähmten, mit dem Unterschied, das Gefühl, das Gespür, das bleibt erhalten. Also du spürst also, noch ganz genau. Normal. Mhm. Es gibt zwei Grundformen. Das eine ist, dass man Sprache nicht mehr hat. Und das heisst, ganz am Ende kannst du auch noch die Augen bewegen. Mhm. Und dann gibt es die Form, wo dann das Reden noch halbwegs geht und der Rob nicht mehr. Ja. Und es gibt dann noch eine dritte Variante, wo die
erbliche Variante ist. Und dort haben sie es gerade aktuell auch schon erste Erfolg, um eine gewisse Behandlung zu machen, um es zumindest bremsen zu können. Mhm. Und du weißt schon, was du, welche Richtung ist? Ja. Also mir geht es auch in die Richtung, dass dann irgendwann das Reden auch nicht mehr geht. Mhm. Da merkt man jetzt schon ein bisschen, das Reden ist nicht immer ganz einfach verständlich. Und braucht auch viel Energie, oder das nicht? Ja, mal, es hängt natürlich mit der Lunge zusammen, weil für das Reden brauchst du auch Luft. Und das Lungenvolumen baut sich halt im Laufe der Krankheit ab. Mhm. Und je knapper die Luft ist, umso anstrengender zu reden nachher. Jetzt, du hast auf deiner Homepage gerade am Anfang geschrieben, ich kämpfe um jeden Schritt Lebensfreude mit der Diagnose ALS. Ja. Was bedeutet Lebensfreude für dich? Einerseits selbstständig sein und andererseits kann ich machen, was ich will. Dort sind zwei Elemente. Hauptsächlich sind über Reisen. Mhm. Und da haben wir auch so lange gemacht wie möglich. Leider Corona da ein bisschen einen Stock zwischen den Beinen geworfen. Ja. Aber es ist geplant, nächstes Jahr nochmal ein Reisen zu machen. Ah, machst du? Machen. Ah, ja. So. Also, es ist schon mal im Kopf. Mhm. Aber Reisen also braucht halt viel Planung. Mhm. Und die Idee wäre, wenn du viele Bühne Verwandten besuchst. Ja. Und dann entweder Thailand am Strand oder auf Erdbeeren. Da sind wir wieder da, gell? Oder mhm. Australien zu einer Kollegin. Und muss aber eben schauen, wie ist es möglich, weil du brauchst natürlich vor Ort Transportmittel mit dem Elektrorollstuhl. Das ist nicht ganz einfach. Du brauchst entsprechend Hotel oder Unterkünfte, die tauglich sind. Und dann will ich ja Assistenz brauchen. Noch die Frage, nehme ich jemanden von da mit über? Mhm. Oder kann man allenfalls vor Ort jemanden einstellen für diese Zeit? Ja. Und dann ist es ganz halt einerseits eine logistische Frage und andererseits auch finanziell. Wenn jemand mitnehmen hat, du zahlst natürlich eine Person mehr. Ja, die ganze Reise. Mhm. Genau. Du lässt dich ja nicht ausbremsen, merkt man jetzt eigentlich auch, wenn du so erzählst. Du hast jetzt immer noch ganz viele Pläne. Die Frage mit den Plänen stelle ich eigentlich immer ganz am Schluss. In allen. Ja. Darum kommen wir dann noch dazu. Aber ich finde es schon mal sehr eindrücklich, dass du eben jetzt schon das mit dem Reisen, du hast auch ganz viele Reisetipps auf deiner Homepage. Bootsfahrten, Wandern und du bist eben, du hast gesagt, du bist auch noch als Volleyballcoach, bist du aktiv. Nach wie vor? Ja. Hast jetzt du vorhin gesagt? Ja. Ja. Wie machst du das? So gut, wie es geht. Aha. Ja, also ich habe vor ein paar Jahren den Haircoach abgegeben und mache Assistenz. Weil vorzeigen kann ich ja nicht mehr. Mhm. Und jemandem etwas beibringen, rein durch Erklärung, ist nicht immer ganz einfach. Mhm.
Und ich habe auch jetzt, wo das Reden manchmal schwieriger wird, vor mir zu holen, wenn es dann noch ein bisschen lauter ist. Dann nachher im Händetraining, wo dann der Headcoach ist, bin ich mehr im Hintergrund und du individuell dann Inputs geben. Und Eistraining mache ich. Und dort muss ich halt schauen, dass ich Übungen gut kann erklären kann. Und ich habe gewisse Spielerinnen, die schon länger bei mir sind und meinte unter anderem Fall auch wissen, was ich dann meine. Ja, dass sie so ein bisschen wie können übersetzen können, wenn genau. Du es ihnen schön erklärst und sie dann das können weitergeben können. Und dann tun wir halt noch unsere Matchfilme, machen dann dort Matchstatistik und kann so nochmal Inputs geben. Mit den Zahlen. So. Weil du bist ja am Computer recht unterwegs, eben mit deiner Homepage, du hast dich immer noch bewirtschaften und ja. Instagram und eben jetzt auch mit dem, mit der Statistik von diesen Volleyballspielen und Trainings. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie bedienst du den Computer? Bisher habe ich hauptsächlich ganz normal mit der Maus bedient. Einzig geschrieben ist leider früher dann nicht mehr gut gegangen. Und mit heutiger Technik gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten. Ich hatte am Anfang nur eine Sprachstudie, die quasi Text diktieren oder Befehl also reingeben, wo dann aber die Stimme sich anfängt zu verändern, ist dann die Fehlerquote immer grösser geworden und ich aufgehört dann mit dem. Zum Zweiten hatte ich dann eine Augenstudie gehabt, oder habe es immer noch. Das heisst, es hat dann ein Sensor am Bildschirm, der tut dann die Pupille quasi beobachten und so tun ich wieder den Cursor auf dem Bildschirm bewegen und kann dann so schreiben oder Tastenklicks machen. Und jetzt ist es so, dass ich bis vor etwa einem Jahr an der rechten Hand Zeigefinger und Mittelfinger noch bewegen. Und da ich Rechtshänder bin, ist das auch gerade perfekt gewesen. Und habe so die Maus bedienen. Nachdem der Zeigefinger nicht mehr gegangen ist, kann man schon links und rechts kann man vertauschen. Und somit habe ich mit dem Mittelfinger den rechts zum Linksklick machen. Und so bin ich dann, wo da schwieriger geworden ist, zum Drücken, habe ich auf der Taste, es gibt auch hier die Schaumstoffkleber, zum unter den Stuhl oder Müllbachkleber. So Filz. Es, genau. Habe ich Sättige draufgeklebt, damit der Finger wie erhöht ist und ich somit mit der Handbewegung den Druck wieder drauf bringe. Und mittlerweile ist es so, dass auch da schwierig wird. Und jetzt habe ich, ich kann nicht, ob ich da öffentlich das sagen. Es gibt da für PC-Schüler so Pedale oder Tasten für Fußbedienung. Ja. Die kostet in Europa
und 120 bis 180 Franken pro Stück. Und wenn du eine links- und rechts Taste hast, sind da zwei. Mhm. Und ich habe zwei PC. Das sind vier. Das ist ein bisschen viel. Ja. Geld. Mhm. Und da ich in Europa nicht gefunden habe, habe ich dann leider Gottes mal offen gegoogelt und in China jetzt etwas bestellen, wo gerade drei sind, für $30. Ob es dann funktioniert, kann man dann. Das weiß ich noch nicht. Ja. Aber wenn da geht, dann würde ich wieder ein Zeitchen recht eigenständig sein am PC. Weil dann kann ich wieder alles machen. Das zeigt jetzt eigentlich genau so, wie du am Anfang gesagt hast. Du versuchst immer Lösungen zu finden. Und das ist egal, was es ist. Du versuchst einfach immer weiterzumachen. Das ist so. Und du hast ja gell noch eine Tochter, die ist siebni. Stimmt, gell? Ja. Siebni, ja. Und wo du die Diagnosen bekommen hast, haben sie noch nicht gehabt. Das heisst, sie ist aufgewachsen mit dieser Krankheit. Mhm. Und es ist sogar so, dass der Entscheid für das Kind ist erst nachher gefallen. Mhm. Also, wo die Diagnose gekommen ist, ist natürlich auch mal Thema Beziehung, nochmal das Thema Worte, im Sinne von Dümmerbeziehung weiterführen, oder ist da für Daniela eine große Überraschung. Mhm. Zumal sie auch einiges jünger ist, ist für mich das Thema noch wichtiger gewesen, weil ich gefunden habe, sie sind 30, du warst im Pflegefall. Ja. Macht das Sinn? Da haben wir das Thema ausdiskutiert. Und sie hat auch sofort gesagt, sie will da quasi mit mir so durchziehen. Und ich habe dann einfach offen lassen, dass sie jederzeit quasi zurückziehen kann. Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht noch kurz sagen, es ist noch unsere Tochter dabei. Und darum gehört es amig so ein bisschen. Genau, also ja, aber wir machen jetzt weiter, gell? Ja. Und ja, also einfach, dass sie gewusst hat, sie kann sich jederzeit zurückziehen, ohne irgendwelche böse oder schlechte Gefühle mehr zu haben. Und dann ist halt das Thema Heiraten gekommen und auch das Thema Kind. Ja. Wir haben etwa ein Jahr lang das Thema diskutiert. Also, wie tun wir es handhaben? Was bedeutet Sinn oder Unsinn überhaupt, ein Kind zu haben? Und nachdem wir von der Ärztin auch Feedback haben, dass keine Nachteile bekommen sind, jetzt auch mit anderen schweren Krankheiten, dass mein Kind so aufwachsen, dann ist es normal. Mhm. Und dann war eigentlich einzig noch der Teststoff, ob ich eine erbliche Variante habe oder nicht. Mhm. Und nachdem da negativ war, habe ich gesagt, okay, dann entscheiden wir uns für das Kind. Mhm. Und einfach so ein kleines Deadline gehabt, bis dann, dass es muss einschlagen,
damit sie auch zeitlich am Post will. Bei der Diagnose heisst es so, durch im Schnitt 3 bis 5 Jahre. Und nach einem Jahr haben wir gesehen, dass es viel mehr langsam ist. Mhm. Und weil die ganze Krankheit linear verläuft, kann es so etwas ganz grob hochrechnen. Differenzen im Jahr, da geht noch so und so viel. Mhm. Und somit war es für mich klar gewesen, 5 Jahre, da schaffe ich viel davon. Mhm. Und 5 Jahre mit dem Kind haben wir gefunden, da ist okay. Und du bist ja jetzt 52, hast du gesagt. Ja. Das heisst, jetzt sind es schon 9 Jahre, gell? Ja. Das ist das Thema, also sagen wir mal so, deine Tochter, eben sie hat es nicht anders gekannt. Wie haben ihr das gemacht? Haben ihr das von Anfang an thematisiert? Oder ist das automatisch mitgelaufen? Also wir haben mal grundsätzlich entschieden, dass wir das offen handhaben, aber wir haben es nicht proaktiv gemacht. Das heisst, wenn wir uns eine Frage gestellt hat, dann haben wir sie so erklärt, wie es ist, einfach in einer Form, wo sie eine Chance haben, zu verstehen. Und da hat sich eigentlich bewährt. Für sie ist es nicht ungewöhnlich. Ich glaube, sie versteht mehr oder weniger, um was es geht. Mhm. Sie weiß auch, dass es nicht heilbar ist, wobei nicht ganz klar ist, inwiefern sie versteht, was das bedeutet. Mhm. Und wir haben auch gesagt, eben sterben muss ja jeder irgendwann. Das stimmt. Und von dem her, ja, es gehört zum Leben. Du kannst über die Straße laufen im falschen Moment. Das heisst, so das Thema, dass du mal nicht mehr sein könntest, das ist das für sie schon so ein bisschen, weiss sie das? Oder ist es mehr so ein Gespür? Oder kommen so gar nicht so Fragen in diese Richtung? Das ist noch schwierig. Weil es hat 2-3 Mal gegeben, wo sie gesagt hat, ich will nicht, dass du stirbst. Mhm. Dann haben wir ihr eben erklärt, dass jeder mal stirbt. Mhm. Auf jeden Fall später, dass es halt zum Leben gehört. Ja. Und somit hat sie jetzt nie ein tief oder irgendwie schlechte Gefühle deswegen. Also ihre Perspektive ist auf das Ganze ist eigentlich ganz normal, es gehört wieder dazu. Ja, und es ist ja bei uns einem nie ein Thema gewesen, ob irgendwann ist fertig, sondern wenn unsere Themen daheim in den Raum, wir machen, was wir wollen, also wie es noch geht. Sie sieht schon gewisse Unterschiede, dass halt andere Väter anders mit den Kindern spielen können. Aber es ist wie kein Thema, wenn sie so aufwachsen. Und ich spiele ja auch mit ihr einfach anders. Inwiefern sie wirklich versteht und begreift, das ist halt da, wo man nicht so genau kann sagen. Aber wir haben einfach von uns aus
da offen gehandhabt und Sachen so erklärt, wie sie sind. Ja, manchmal gehst du also Gruppen treffen. Ja. Wir haben jetzt am Telefon noch davon gehabt. Und dort, eben, du hast vorher auch erzählt, wie aktiv du bist, was du alles noch machst und Reisen und Homepage und Instagram-Kanal und so weiter. Und eben noch die Tochter, wie ist denn das? Hast du das Gefühl, die anderen sind auch so aktiv wie du? Also, oder bist du so ein Unikum, was du so das Leben führst? Ein Unikum sicher nicht. Mhm. Ich würde mal so sagen, in meinen Augen gibt es im Grundsatz zwei Typen. Die einen, die nicht mehr umgehen können und der Kontakt zu denen hat man eher selten bis gar nicht, weil wer an so ein Treffen kommt, muss irgendjemand durch das Ziel von auch gehen. Die andere Gruppe sind eben die, die auf die eine oder andere Art damit können umgehen können, die in irgendeiner Form noch das Ziel vor Augen haben. Und da kann halt sehr unterschiedlich sein. Und da kommt es halt auf die Interesse darauf an, es gibt Berichte von alles Erkrankten, die auch sind reisen, also auch grössere Reisen gemacht haben. Wir haben eine in der Gruppe, die hat auch eine Homepage, die hat auch so einen kleinen Verein gegründet, die Alles Community, wo sich Leute können beteiligen können, wo man gemeinsam sich dort austauschen mit Tipps und Tricks, wo man alles macht. Also wir haben dann alle, ja, ca. 2-3 Monate ein Treffen in einem Kloster in der Innere Schweiz. Ah, also es ist in einem Kloster, weil sie haben dort Räumlichkeiten, wo man kann quasi mieten kann und die Klosterschwestern und dann dort einen betreuen mit Mittagessen oder mit Vieri und wo man kann schwätzen und so austauschen. Und da ist halt noch da, wo dann die Leute sind, die was weitermachen. Ja. Und wo ich sicher Glück habe, es ist schon ein kleiner Prozentsatz, der so einen langsamen Verlauf hat, bin ich. Und dadurch sind natürlich auch Möglichkeiten grösser. Ja. Wenn du innerhalb von 2-3 Jahren bereits im Rollstuhl bist und gar nichts mehr kannst machen, dann ist einerseits mental sicher eine grössere Herausforderung. Mhm. Aber halt auch der ganze Umfang an Support, den du halt brauchst, wo deine Reise halt sehr viel fordert. Ja, und wo dann sehr schnell geht, die ganze Sache. Oder du kannst dich jetzt noch so darauf vorbereiten, oder vorbereiten ist vielleicht das falsche Wort, aber es geht länger, du hast länger Zeit. Und wenn jemand gerade innerhalb von 2-3 Jahren im Rollstuhl, dann musst du dich, wie du gesagt hast, auch mental viel geschwinder anpassen und denken. Ja. Ja. Und das ist halt schon der Hauptteil. So heiß. Da kommt der Rest von der Family her. Und das ist halt der Hauptaspekt, denke ich. Ist der Mindset, den du hast. Und das ist wie überall.
Wenn du ein positives Mindset hast, dann mach mehr, hast du tendenziell auch mehr. Und wenn du halt nicht hast oder nicht hast, dann ja. Ja, also es ist ein Vorteil, gell? Wenn man ja. so positiv ist. Hat sich deine Einstellung zum Leben insgesamt verändert? Ja. Ja. Vorher ist mein Arbeiten, Sport und Familie gewesen. Wobei man muss sagen, vorher habe ich auch keine Familie im Sinn von Familie kam. Und mit der Diagnose bzw. vor allem dann mit der Geburt von der Melissa hat auch geändert. Das heißt, dann ist wirklich Familie, Sport, Job. Es ist auch rockend. So genau, das Umgekehrte, ja. so von der Reihenfolge. Ja. Und jetzt, was würdest du jemandem empfehlen, der auch so ein aktives Leben wie du noch führen können? Und was hast du das Gefühl, was ist wichtig? Mit was könnte man dort anfangen? Also auf deiner Homepage kann man schon viel nachlesen, gell? Also man könnte zuerst mal dort nachlesen, wie du das alles machst. Oder mit deinen Tipps und Tricks, die du dort geschrieben hast. Aber was würdest du sagen, was ist das Wichtigste? Du hast es vorher eigentlich schon fast beantwortet, gell? Ich denke, das Wichtigste ist, dass man nicht krank hat im Vordergrund, sondern nur darauf fokussiert, was möchte ich machen und wie kann ich es umsetzen. Wenn du auf das fokussierst, dann ist mal der wichtigste Grundstein gesetzt. Was natürlich ihr dann braucht, ist auch ein Umfeld, das mithilft. Aber bei all denen, die ich kennengelernt habe, ist das kleinste Problem. Also die Leute sind da, Familie sowieso. Und wenn man es gut am kollegialen Umfeld hat, dann sind die Leute auch da. Ja. Und die Einstellung, ja. die eigene Einstellung, ja. ganz fest. Man und da ist es natürlich schon schwierig. Aber ich glaube, wenn man es aber schafft, sich auf das zu fokussieren, was möchte ich machen und wie kann ich es machen, dann hast du eine gute Voraussetzung. Ja. Weil da ist ja dann ein positiver Gedankengang, den du machst. Ja, du hast eine Perspektive, oder? Man schaut dann nach vorne und nicht zurück, was ich genau. alles können machen und was geht nicht mehr, sondern was will ich und in welche Richtung soll es gehen. Ja. Und du hast ja auch auf deiner Homepage geschrieben, das Leben ist, was du daraus machst. Ja. Und das passt jetzt perfekt zu dem, was du gesagt hast. Ja. ja. Und was hast du, machst du Zukunftspläne? Ja, eigentlich schon. Du hast ja vorher gesagt, vom Reisen, gell? Ja. Also ich muss so sagen, mein Denken hat sich nur unwesentlich verändert. Beim Arbeiten habe ich ja dann bis 2018 noch gearbeitet. Aber dort ist natürlich klar gewesen, dass es absehbar ist. Und dort habe ich natürlich schon Ziel gehabt, quasi weiterzukommen. Und da ist dann wieder weg gewesen. Aber das Private mit Reisen oder Sport, da habe ich Kontakt.
wie ein Vorteil und einfach Schritt für Schritt anpassen. Da heisst, wo ich selber nicht mehr aktiv spielen konnte und habe mehr im Coaching-Bereich weitergemacht, was ich vorher auch schon gemacht habe. Ich war damals in einem Vorstand und habe dort weitergemacht, bis ich einmal mehr Einschränkungen am PC kam. Aber da ist immer weitergegangen. Ja. Also im Vorstand bin ich nicht mehr, aber immer noch Lager organisieren oder helfen, Einteilungen an mehr Sachen. Und da musste ich einfach umstellen und auch Sachen machen, wo ich mein eigenes Tempo machen kann. Ja, aber ja. Eben also zu dem Thema, du machst schon Zukunftspläne, du ja. Gehst eigentlich machst du gleich weiter, passt es einfach an, suchst Lösungen. Und jetzt hast du den Zukunftsplan zu reisen nächstes Jahr, sagst du? Ja. Ja, und ich habe mir noch zwei so Ziele gesetzt. Und ich habe mindestens zu Beginn mehr Plauschers gesetzt. Ganz am Anfang habe ich gesagt, ich möchte den Kindergarten und Schulauftritt von der Messer miterleben. Da ist jetzt drin. Das ist schon passiert, gell? Jetzt habe ich gesagt, okay, die Hochzeit, da muss ich noch sehen. Und das andere ist, der Person, die ich vorher erzählt habe, die alles Community gegründet hat, die ist jetzt im 18. oder 19. Jahr. Ach so. Ja, und haben wir mit ihr geredet, um zu schauen, wo sie im nächsten Jahr war, wie ich. Wie gut ist sie hier noch zu weg im Sinne von Mobilität. Und da, von dem her gesehen, sage ich mir innerlich, dann habe ich auch 18, 19 Jahre, weil ich bin ein bisschen besser zu weg als sie im gleichen Jahr. Das Ganze läuft linear. Also, siehst du die Hochzeit noch von der Melissa? Genau. Das heisst, du musst einfach schauen, dass sie dann bald Partner finden. Nein, sie ist erst 7, gell? Haben wir gesagt, nehmen wir noch ein bisschen Zeit. Aber das ist auch eine ganz schöne Perspektive. Ja. Eine, die es auch lohnt. Auf jeden Fall. Ja, und wie du gesagt hast, man weiss ja nie, wie es rauskommt, das ist ganz gut so, gell? Ja. Und kann man jederzeit über die Straße laufen und es passiert etwas. Ja. Und das ist, ja, das ist das Leben. Aber du machst es irrsinnig gut. Ich finde es unglaublich, deine Einstellung. Ich finde es richtig bewundernswert. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du die Reise unbedingt kannst machen nächstes Jahr. Ja, gell? Da schaffe ich ganz fest. Ja. Und ich danke dir für das Gespräch. Es war richtig schön. Danke. Danke dir für das Vorbeikommen. Merci.